Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast, ein Mann, der im Fußball eigentlich alles erreicht hat, was man erreichen kann. Er ist Weltmeister geworden 1990 mit der legendären Mannschaft in Italien und. Das brauche ich Ihnen gar nicht alles aufzuzählen, sonst sind wir morgen früh noch nicht fertig. Und er hat am Samstag sein Abschiedsspiel in der Schalke Arena absolut ausverkauft und er hat es verdient. Herzlich willkommen, hier ist Olaf Thon. Olaf Thon, mein Gott! Kamelle! Sensationell! Da hat aber jemand die Spendierhosen an heute. Hey! Oh. Ja. Das ist ja... Haben wir es bald? Ist ja unfassbar. Ja, Simone. Ja, Simone. Natürlich. Bitte schön, weil er dich so rangenommen hat. Ne? Von der Mannschaft unterschrieben. Bitte schön. Olaf Thon, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Die Tüte leer. Ach, hier sind ja noch. Ach so, hier sind noch Olaf Thon Autogramme. Ja, die kriegt die Band gleich. Also die Kleinigkeiten, ja, die habe ich drin gelassen. Und Schalke-Stifte. Sensationell. Alles, was gibt hier. Stifte haben wir auch noch. Ja. Ist dann auch noch ein Werbepartner drauf, weil ich habe gar nichts. Was? Deswegen habe ich das hier drauf. Ach so, der Werbepartner steht da drauf. Ja, ja, dann geh mal hier, dann kommen wir leider zeigen. So, so, nimm Platz. Olaf Thon. So, wir fahren erstmal wieder rüber. Hey. So, habe ich das eben alles richtig gesagt? Weltmeister 1990, 6-6, was du bei der Europameisterschaft? Und das andere lassen wir unter den Tisch fallen. Wie, was andere? Was denn? Lassen wir unter den Tisch fallen? Was denn? Was lassen wir denn unter den Tisch fallen? Das andere. Welches andere? Ja, die anderen. Ja, aber das sind, was hast du noch? Deutscher Meister? Ah, da kommt erstmal mein Kölsch. Wieso? Da. Du darfst hier trinken jetzt. Prost. Prost. Also normal trinke ich ja Veltins, ne? Aber heute in, so, Köln, in Köln trinke ich Kölsch. Ja, das ist gut so. Nein, ich meinte mit den Titeln, wollte ich sagen, 97 UEFA-Pokalsieger, ja. Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Ein paar Meisterschaften mit Bayern, mit Bayern, wo ich ja auch 6 Jahre Pokalsieger, aber da habe ich nicht mehr so mitgemischt. Aber 97 der UEFA-Pokalsieg, die Eurofighter, das war das Schönste. Das war schön. Das heißt, am Samstag. Am Samstag, das wird dann der krönende Abschluss in der Schalke Arena ausverkauft gegen Bayern München? Gegen Bayern München, weil ich habe 6 Jahre in München gespielt, 13 Jahre in Schalke. Es blieb eigentlich gar nichts anderes übrig. Also ich konnte gar nicht gegen eine andere Mannschaft spielen. Ja. Und ich habe 1983 angefangen und er trägt extra zu Ehren von mir heute das T-Shirt mit der 1983. Was denn, wer? Du, steh mal auf. Ach so, hier auf dem, ach, ja. Ach, hier? Ja. Ist es echt so? Aber das hat aber nichts damit zu tun. Hast du 1983 angefangen? Das ist Zufall. Danke, danke. Das ist Zufall, ja. Und das wird übertragen? Bei Sat.1. Wird bei Sat.1 übertragen? Wann, wie viel Uhr? Ab 17 Uhr am Samstag. Und Franz Beckenbauer ist mit Werner Hansch, die kommentieren das. Ah, sehr gut. Und da können wir uns auf einige Schmankerl gefasst machen. Ja, also ich bin dabei. Sind wirklich die ganzen Stars dabei, auch bei Bayern? Die Großen spielen die alle mit? Oli alle, Kahn, alles was? Das ist ein Spiel, wo die aktuelle Mannschaft von Bayern spielt und die aktuelle von Schalke. Ach so! Und einer ist noch dabei, der versucht da ein bisschen mitzumischen, so 70 Minuten. Ja, der Alte. Ja. Das bist du. Leider. Wieso, schaffst du nur noch 70 Minuten? Höchstens.
Echt? Na, die haben mir auch gesagt, so 60, 70 und dann, ne, dann so lassen sie sich gehen. Also dann machst du deine Kreise außen im Stadion, rennst immer rum, während die anderen noch spielen und lässt dich feiern. So ist das doch normalerweise. Ja, ich möchte dann dem Spiel nicht im Weg stehen. Ich mache das dann so in ein, zwei Minuten. Ja. Aber es wird eine Verabschiedung werden, die schon toll sein wird. Und ich hoffe, die Tränen sind dann nicht so stark. Aber man fühlt schon mit, jetzt schon. Aber ist doch schön in der Schalker. Oh. Ja. Was war denn dein schönster Moment in der Karriere? Kannst du das sagen? Ja, das 6-6. Das 6-6 beim Pokal gegen Bayern. Und mit den drei Toren, eins mit rechts, eins mit links und dann mit dem Kopf noch eins. Und ja. Das war schon ganz toll. Ja. Wir haben noch ein paar schöne Bilder von dir, um auch mal ein bisschen zurückzublicken in die Karriere von Olaf Thon. Schauen Sie hier. Super. Das bin ich nicht. Doch, das bin ich. Wann war das? Ist das eins aus den frühen Jahren? Ja, so 86. 80er? Ja, ja, ein bisschen kräftiger. Ja, ja, ja. Nee, man ist versucht zu sagen, Hölle, Hölle, Hölle. Und da haben wir noch eins. Auch sehr schön. Da kann ich was zu sagen, da war ich Titelfoto sogar auf der Bravo. Nein, du warst Titelfoto auf der Bravo? Titelfoto als vorne, auf jeden Fall mittendrin. Auf das jeden hat Fall ja ganz sonst groß. Nur Mehmet Scholl geschafft, oder? Ja, ja. Und da sieht man mal, was ein Olaf Thon geschafft hat 1983. Ne? 1903, wie alt warst du da? 17. 17? Du hast mit 17 schon Bundesliga gespielt, ne? Ja, zweite Liga und das war dann mit Paddox. Jeans gibt es nicht mehr, glaube ich. Können wir ruhig Werbung machen. Ach so, ja. Und die habt ihr damals in den Ruin gespielt. Ja. Sozusagen. Und das war nach dem Spiel, nach dem 6-6 gegen Bayern. Ja. Ja. Du bist ja Freistoßexperte sozusagen. Du musst es immer ran, wenn es Freistöße zu schießen darf. Ich habe nur immer überlegt, ob ich mit links oder mit rechts schieße. Aber ich werde das heute dann, wenn wir schießen, mit rechts. Du bist beidfüßig. Du hast zwei Füße, das ist klar, das sehen wir alle. Ja, aber das ist ja bei Fuß. Ich kann zum Beispiel nur mit links schießen. Obwohl ich mit rechts schreibe, das ist ja ungewöhnlich, oder? Nö. Nee, also nicht. Nicht ungewöhnlich, meine Damen und Herren. Von dir stammen ja auch die legendären Sprüche, ich habe die mir mal aufgeschrieben. Ja, es gibt viele. Zum Beispiel, ich habe meinen Gegenspieler nur leicht retuschiert, da ist er umgefallen. Ja. Im 16-Meter-Raum und es gab Elfmeter. Ja, im 16-Meter-Raum und es gab Elfmeter. Und dann, noch ein Spruch von dir war, man darf das Spiel doch nicht so schlecht reden, wie es wirklich war. Ja? Und wir spielen hinten Mann gegen Mann und ich spiele gegen den Mann. Ja. Du hast bei Bayern, als du bei Bayern gespielt hast, hast du den Spitznamen der Professor gehabt. Wieso das denn? Ja, ich habe mich zugeschwollen ausgedrückt. Ach was, ja. Das geht das so schnell beim FC Bayern, wenn man da einmal sagt... Hallo? Ja, ja, ja. Hallo? Ja. Meine geschätzten Herren. Ja, 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 so zum Beispiel. Oh, der Professor kommt. Ja, ja, so kann man sich das vorstellen, ja. Was hast du denn gesagt? Auf jeden Fall, ja, ich hab vielleicht zu lange nachgedacht und dann gesprochen. Ja. Und mittlerweile geht das flüssig, also so, dass ich spreche und nachdenke gleichzeitig. Ja. Wer war denn damals im Bayern-Team, in dem Bayern-Team, in dem du gespielt hast? Matthäus. Der Lodder? Der Lodder. Habt ihr noch Kontakt? Wir haben gerade, naja, gerade nicht, wäre übertrieben, aber heute Mittag haben wir noch telefoniert und er kann leider nicht zu meinem Abschiedsspiel kommen. Weil er... Schade. Noch... Weil er Trainer ist und dann am Sonntagmittag ein Spiel hat. Und noch diese 17-Jährige am Hacken. Nee, nee. Ja. Nein, nein. Also da müssen wir den Lothar in Schutz nehmen. Ja, nein, das ist ja... wer hat noch gespielt? Also Lothar Matthäus war drin? Raimund Aumann, Klaus Augenthaler. Auge. Ja. Rummenigge, mit dem habe ich in der Nationalmannschaft gespielt. Mann, das sind ja die ganz großen eigentlich Bayern. Eigentlich ja. Und bei meinem Abschiedsspiel wird Uwe Seeler da sein, so Gerd Müller mein Vorbild. Gerd Müller! Ja. Gerd Müller ist für mich auch ganz großer. Um nicht zu vergessen, die Kobra, Jürgen Wegmann. Jürgen Wegmann, die Kobra, natürlich. Mir geht's noch gut, die Knochen sind noch okay. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ja. Aber es geht noch einigermaßen, weil ich bin ja auch Marathon gelaufen im Oktober. Ach ja, du bist Marathon gelaufen. Ja, für Olympia 2012, Düsseldorf. Da bist du jetzt Botschafter, da hast du jetzt ja, ich versuche so ein bisschen, ja, kein Job, sondern ich bin ja Schalker, ich bin ja bei Schalke angestellt. Du bleibst weiter bei Schalke, ja? Olaf Thon bleibt also weiterhin bei Schalke. Ja.
Ja, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Ja, viel Erfolg weiterhin mit Schalke. Was machst du genau bei Schalke? Ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit? Ja, so wie hier heute. Ne? Mal hinkommen, mal ein Bierchen trinken. Nee, ich bin für alles im Prinzip. Ja. Der ein Repräsentant, der den Verein vertritt, wenn er gebraucht wird. Okay, ich glaube, das machst du gut. Also, viel Erfolg, viel Spaß beim Abschiedsspiel am Samstag auf Schalke.